Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Jurassic World Evolution 2. Ja, wir haben vor Ewigkeiten mal den ersten Teil gezockt. Das ist jetzt schon echt lange her. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist es auch mal Zeit, den zweiten zu zocken. Ich habe irgendwann mal relativ früh gekauft und dann nie gespielt wirklich. Also ich habe ein, zwei Mal Kleinigkeiten angefangen und das war's. Ich bin mal überlegen, ob wir den Sandkastenmodus spielen, uns einen eigenen Park aufbauen. Oder ob wir die Kampagne spielen, was natürlich auch sehr spannend, glaube ich, wäre am Ende. Ich glaube, wir fangen mit der Kampagne an. Das könnte sehr spannend sein. Ich habe nie wirklich die Kampagne so durchgezockt. Ich mag meistens mehr freibauen und alles drum und dran. Aber ich glaube, die Kampagne könnte spannend sein. Deswegen lasst uns die Kampagne spielen. Let's go. Oh. Das sind drei Kampagnen. Das da muss man sich mit der Malta machen. Ja, dann schauen wir uns doch erstmal die hier an. DWF-Kampagne. Hilft der Naturschutzbehörde DVFW, die Dinosaurier zu halten und zu beschützen, die jetzt überall in den USA wild herumstreifen. Wenn du zum ersten Mal spielst, empfehlen wir dir, hier zu beginnen. Erlebe den Aufstieg des Biosync vom Möchtegern zum Weltmarktführer. Nur Stonchen möchte weitere vordringen als je zuvor und die exaktesten Dinosaurier der Welt zum Leben zurückerwecken. Spoilerwarnung bezieht sich auf Ereignisse von Jurassic World, ein neues Zeitalter. Lasst uns mit dem Teil anfangen und dann gehen wir hier rein und wenn alles gut läuft, machen wir noch den dritten. Warum nicht? Let's do it! Jurassic World. Hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Und kurz wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Für die zurückgebliebenen Saurier verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten der gnadenlosen Ausbeutung. Vielleicht sollten wir sie überdenken, die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel: Überleben. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Okay. Finde ich cool, wie sie das gestaltet haben. Also das Intro war auf jeden Fall mega geil. Vor allem die ganzen Sequenzen aus dem Film, wo man sich so dran erinnert, ist schon eine sehr geile Sache. Jetzt bin ich mal gespannt. Kampagne Arizona. Was ist zu tun? Ist eine Wüste nur ein Ödland. Dort leben nur die anpassungsfähigsten Lebensformen. Doch vor Millionen von Jahren gediehen in diesen Gegenden Lebewesen. In Anbetracht der geologischen Geschichte hier ist es daher gar nicht so abwegig, dass Saurier im Gras rumlaufen. Die aktuelle Situation, freilaufende Saurier, ist für die Verantwortlichen unhaltbar. Nur diejenigen, die denken, sie hätten die Verantwortung. Wir haben also ein Problem oder eine Gelegenheit. Nun, hier kommst du ins Spiel. Sie haben meine Warnungen früher schon ignoriert, aber vielleicht wird es dieses Mal bei dir anders sein. Okay. Ich nehme die Ungewissheit in Kauf. Okay, wir sind in Arizona. Kein Strom. Fängt schon super an. Okay, ich schätze, es wäre angebracht, wenn ich mich vorstelle. Ich bin Cabot Finch, stellvertretender Direktor der US-Naturschutzbehörde. Ich weiß, das klingt wichtig und das ist es auch. Aber verlieren wir uns nicht zu sehr in Titeln und Organigrammen. Ich mache es einfach. Sie arbeiten für mich. Sehen Sie? Nichts dabei. Sie werden mit den Experten arbeiten. Das sind Claire Dearing und Owen Grady. Und ja, wir haben direkte Erfahrungen mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen das hat gut funktioniert. Hat dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Und da ist Owen. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher. Tierverhaltensforscher. Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay. Wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug. Und einem Helikopter-Einfangteam. Okay. Bau eine Unterstützungsanlage. Gebäude. Unterstützungsanlage. Ah, ja, die geben dir sogar haargenau vor, wo du es bauen sollst. Okay, das ist natürlich wahrscheinlich so ein bisschen Tutorial-mäßig jetzt. Ich hätte gerne Straße. Wir machen ausgezeichnete Fortschritte. Notfallgenerator. Als nächstes sollten wir einen Notfallgenerator errichten und dann dessen Strom in die Unterstützungsanlage einspeisen. Stelle sicher, dass das Gebäude mit dem Wegenetz verbunden ist, damit es auch einsatzfähig ist. Ja, soweit kenne ich das Spiel noch von damals. So. Wie fein kann ich hier rumbauen? Okay, das ist schon mal nice. Gut. Finde. Claire, könnte schwer werden, den Saurier vom Boden aus zu finden und ungemütlich, wenn sie tatsächlich auftreiben. Dann ist es sinnvoll, ein Einfangteam-Helikopter zu nehmen. Sie können das hier aus der Luft betäuben. Also, ich habe auch gute Ideen. Go! Das war im ersten Teil schon immer geil. Let's go! Hey! Was soll das? Ich wollte gerade fliegen! Lokalisierung mit Priorität in der Umgebung, indem du den Kompass am oberen... Ja, es ist... Nähere dich dem Säurewechsel mit R zum Zielmodus. Okay. Feuer im Zielmodus mit Betreibungspfeil ab. Wecke betäubte Tiere mit dem Wachmacherpfeil wieder auf. Okay. Wachmacherpfeil. Der pennt doch schon von selber. Gute Nacht. Ja, hier ist Owen. Verstanden. Wir haben ihn erfolgreich eingefangen. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kein Zweifel. Wirklich? Hm, vielleicht ein oder zwei. Naja, besser als sonst. Das reicht mir. So. Also, wo schaffen wir den Saurier hin? Wir haben das Gehege. Jetzt fehlt nur noch die Lieferung. Tue ich das nicht immer? Warte, sag jetzt lieber nichts. So. Ach so, kann man auch spielen, okay? Spannend. Gut, jetzt komme ich. Jetzt darf ich wieder raus. Okay, gut. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ich wette mit dir, von außerhalb kommt jetzt wieder irgendein Transport. Ne, der ist instant da gedroppt. Okay. Auch nicht schlecht. Pausiere das Spiel mit Leertaste, um wichtige Momente einer Bestandsaufnahme zu machen oder deine Anlage zu machen. Verlangsame die Zeit mit 4. Mhm. Beschleunige die Zeit mit 3, um Prozesse wie den Sauriertransport zu überspringen. 4 und 3. Das ist hier gedacht, okay. Die moderate Nutzung von beschleunigter Zeit stellt sicher, dass Probleme in deiner Anlage nicht aus dem Ruder laufen. Wie gut haben sie es in dem Teil geregelt? Es wackelt auf jeden Fall. Zug, jetzt ist es angehängt. John Hammond war nicht dafür, Saurier in freier Wildbahn leben zu lassen. Es schaut sehr interessant aus. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Und vielleicht Chancen. So, bedeutet, wir können jetzt mit 3... Wie geil, die 3 funktioniert nicht mal. Da fliegt er. Hui! Mit Leertaste kann ich es rein theoretisch anhalten. Bedeutet, kann ich so einen coolen Shot dann einfangen. Oh Gott, die... Ne, Shell, jetzt hat Hammond. Zack, 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 hier drin. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil... Nach oben ist ein Bildschirm. Okay. Das... Benötigt Statusprüfung. Aber wahrscheinlich kriegen wir dafür eh gleich eine Anleitung, oder? Oh, ich erkenne diesen Saurier. Oh, der schaut schick aus. Es ist schwer zu vergessen, wenn man einmal mit einem eingesperrt war. Wir konnten den Baryonyx damals nicht retten. Aber den hier bestimmt. Er schaut auf jeden Fall wieder schick aus. Aber schön, dass ihr mich immer in eine Anzeige schmeißt und dann nicht mehr rausholt. Es gibt nicht viel, dass die Saurier hier fressen können. Wir brauchen eine Futterstation innerhalb dieses Geheges. Hungrige Saurier machen mich nervös. Ja, das geht mir auch so. Sorge dafür, dass er darauf zugreifen kann. Ja, erledigt. Ich hätte gedacht, wir machen jetzt eine Statusprüfung, weil das ist das nächste, was hier drüber steht. Hier ist alles bereit. Ah, schön. Verstanden. Okay, wir müssen den Gesundheitszustand des Sauriers vollständig erfassen. Benutze ein Ranger-Team-Fahrzeug. Owen hilft dir dabei, die Daten des Tiers aufzunehmen. Dann können wir weiter planen. Brauchen wir das wirklich? Ein Plan? Ich meine, ich war immer eher der Typ Lernen durch Praxis. Nun, wenn das nicht klappt, machen wir es auf deine Art. Hm, klingt zumindest nach einem Plan. Ranger-Teams können dann zur Patrouille von Ranger-Posten zugewiesen werden, wobei sie regelmäßig an Statusprüfung alle Saurier in Reichweite durchführen. Okay. Wir können zwar nicht die Situation auf den Inseln replizieren, aber trotzdem müssen wir es den Sauriern hier in Arizona so komfortabel wie möglich machen. Ja, natürlich. Sonnencreme und Drinks am Pool? Wie klingt das? Ist die Frage ernst gemeint, oder? Komfort von 95% hat. Nur ein Witz. Okay, Claire, fügen wir den Gehegen das bevorzugte Terrain hinzu. Besser? Felsen. Zu wenig Felsen haben wir. Bedeutet, wir müssen jetzt... Wo ist das hier? Hier. Wir brauchen Felsen. Er braucht felsiges Gebiet. Zufälliges Aschen. Okay, ist ein bisschen blöd dann. Dann aber ganz viel groß auf, wenn man das jetzt ein bisschen beschissen macht. So. Wie schaut's mit dir aus? Komfort 100%. Nice. Bedeutet, das sollte auch erledigt sein. Ich habe vielleicht ein bisschen viele Steine platziert, aber scheiß drauf. Okay. Wir müssen diese Saurier genauer überwachen. Dazu brauchen wir einen Ranger-Posten innerhalb des Geheges. Klingt verrückt, ich weiß. Aber das klappt. Vertrau mir. Sind irgendwo hier wahrscheinlich am besten platzieren. Hier so zwischen den Böhmchen. Warte mal, mit X und Y kann ich die drin. Ups, ihr seid die Bäume. Ich kann es zwischen den Bäumen platzieren, Mensch. Weise einem Ranger-Team den Ranger-Posten zu. Gut. Zuweisen. 172 Meter zu fahren. Ja, das ist ja fast nichts. Ich erhalte Berichte über Saurier, die frei in der Anlage herumlaufen, Claire. Die Berichte sind vielleicht richtig, aber sie zeichnen kein vollständiges Bild unserer aktuellen Lage. Wütende Saurier laufen herum. Was ist da los? Sie sind nicht wütend. Sie handeln einfach instinktiv. Je bedrohter sie sich fühlen, umso feindseliger werden sie. Vor allem, wenn es um ihr Überleben geht. Es geht auch um unser Überleben. Oh. Ja, aber das wissen nur wir. Na, für den Moment. Wir werden einen der Saurier vom Helikopter aus betäuben und ihn mit einem Transportteam zurück zur Einrichtung bringen. Gut, dann los. Dafür brauchen wir doch erst einen Gegner, oder? Wahrscheinlich. Finden und betäuben die folgenden Spiele Triceratops. Direkte Steuerung. Okay. Let's do this! Wup, wup. Ich hab einen auf meinen Schirm. Feuer! Fall um! Achso, shit, ich bin im falschen Modus. Falsche Munition verwendet. Shit. Schlaf ein, du Sau. Gott damit. Geh schlafen. Gutes Nächtle. Okay. Finde und betäube die folgende Spezies in der Umgebung. War das kein Triceratops? Doch, das war ein Triceratops. Die komplette? Oha. Sorry, wir haben einen Fehler. Da war ein Fehler im Management. Shit. Ich hab gedacht, ich muss einen betäuben. Schau mal, diesmal nutzen wir mal den Fokusmodus. Guck mal, da schläft er so ruhig. Fokus! Geh schlafen! Jawohl. Okay. Baue ein neues Gehege und transportiere die Zivilization hin. Isoliere die folgende Spezies von anderen Sauriern, Triceratops, okay. Null Problemo. Warte damit, nein, Zaun. So. Wird es nach einer Zeit gerade gebaut? Ernsthaft? Okay, und dann kann ich jetzt hier Transport machen. Es gibt ja hier die Mehrfachauswahl. Auswahl festlegen. Warum ist das dann schon wieder Zustellen verspätet? Gott. Ah, schon alle drei im Anwohner. Schau mal. Let's do this, Leute. Produkt in der Luft. Go, 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 go. Warum fliegst du nicht? Was ist mit dir schief? Ich glaube, der hat ein Rotorproblem. Der fliegt nicht. Warum fliegt der nicht? Hallo? Flieg los! Produkt wurde transportiert. Oder ist es, weil er in der Mitte von beiden ist und beide jetzt das Ziel aufnehmen, muss er warten, bis er fliegt. Ich bin ein bisschen doof. Ist halt echt so. Ich glaube, ich spinne. So. Let's do this. Let's see what we can do. So. Bringen wir sie dorthin. Alle eingeschlossen. Ihr habt super geschlafen. Ich sag's euch. Ihr habt tief geschlafen. Ihr seid geflogen. Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen und zusätzliche Beobachtungsgalerien zur Überwachung der Tiere bauen. Komfort. Was brauchst du für... Ja, Saurier der gleichen Art bilden ein Territorium um sich herum, während sie sich bewegen. Saurier beachten bei der Bestimmung ihrer Komfortstatus ihres Territoriums. Territorium ist nicht häufig besucht, wird schrumpft im Laufe der Zeit. Okay, das ist eine coole Funktion mit dem Territorium. Bedeutet, du kannst ein bisschen festlegen, ob du mehr brauchst oder nicht. Keine Komfortdaten. Sende ein Ranger-Team. Ranger-Team! Aufgabe. Bitte, bitte und bitte. Ich spreche Infos. So. Lass uns erstmal gucken, was wir alle haben. Genauso wissen wir nichts über die Haken. Hakenwürmer! Also ich finde Bandwurm schon scheiße, aber ein Hakenwurm? Aua! Don't be mad! Nope! Lass das Fahrzeug ganz! So. Komfort, das wollte ich jetzt anschauen. Ach ja, da siehst du, was für ein Territorium sie gerade haben. Schick. Was geht mit der Musik? Pflanzenfasern und Wasser. Also die Musik geht auf einmal ab, das ist der Wahnsinn. Bodenwachstum. Obst und Nussfleißen, Ziersträucher. Teilweise finde ich echt schick, wie simpel du ein Gehege designen kannst. In solchen Spielen. Na, schon. Easy wieder geschafft. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Expeditionszentrum. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Lass uns eins bauen und dann sehen wir weiter. Okay, dann bauen wir jetzt hier ein Expeditionszentrum. Eine Straße dran. Wo kommen denn eigentlich die ganzen Hypers her? Seid ihr Mitarbeiter? Schaut auf jeden Fall aus wie... Oh, das sind echt Besucher. Kann ich hier noch ein... So. Einfach, weil ich es kann. Und ich wette, irgendwann kommt die Anfrage dazu, dass ich da auch eins baue. Dann habe ich schon. Ich kann die Saurier verfolgen, aber zu ein bisschen Hilfe sage ich nicht nein. Wissenschaftler. Claire meinte, es gebe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Aha. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Also dich rekrutieren wir mal. Bestätigen. Reicht einer oder müssen es mehr sein? Siehst du das, Claire? Ja, na klar. Dies ist unsere erste Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Weise dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Okay, Owen, bist du da? Du bist noch stumm geschaltet. Entschuldigung, ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, du bist schon einem neuen Rekruten. Die Aussage, du bist stumm geschaltet, die kommt so oft. Die Jurassic World Datenbank kategorisiert Entdeckungen und Freischaltungen in allen Modi. Okay. Erforsche Objekte, lassen neue Spezies frei und spiele jeden Modus, um eine neue Anträge freizuschalten. Okay. Gut, wir machen jetzt das. Dringliche Nachricht. Vorfallalarm. Okay. Wir haben einen Wissenschaftler, der wird sich darum bitte kümmern. Aufgabe starten. Los geht's, Jungs. Bevor die Teams zurückkehren, sollten wir zwischen die Saurier schaut doch nach der haben. Grenze aus für Nevada, Arizona und Ding. Willkommen zu Hause. Warte, bis die Lebenfang-Expedition abgeschlossen ist. Okay, F3, was? Ja, Rekrutierung, Wissenschaftler haben 3 Arten von Fähigkeiten, Logistik, Genetik und Wohlbefinden. Ist doch wurscht, was für ein Wohlbefinden. Jede Aufgabe hat eine Reihe von Fähigkeitsvoraussetzungen, welche die zugewiesenen Wissenschaftler erfüllen müssen. Die Überschreiten einer speziellen Fähigkeitsvoraussetzung verringert die Dauer der Aufgabe. Aha. Vorspulen! Grid Building! Oh, guck mal, er holt sich einen Fisch. Hopp. Nom, nom, nom. Und wie er durchballert. Juhu. Oh, schon. Lebenfang. Nevada-Bericht. 4 von 4 gefangen. Oh, oh. Gib mir 2 Minuten. Okay, warte auf die gesamte Isolierung. Okay. Die Stegos. Wie schaut denn das hier aus? Gehege. Wir brauchen ein Gehege dafür. Ich habe gar nicht so viel Platz. Was ist denn das für eine Minikarte? Aber ich konnte drüber fliegen. Was soll die Scheiße? Gut, dann hasst mich, aber ich werde hier nochmal genauso ein Gehege machen wie davor. Ich weiß nicht, was kommt. Deswegen gehe ich jetzt auf Save. Aber dann kommen die nicht auf die Idee, dass sie noch ein paar Tiere haben wollen. Und dann muss ich um die sein. Habe ich absolut keinen Bock drauf, den Viechern zu sagen, nope, euer Gehege ist zu klein. Euer Gehege wird verkleinert. Wenn, dann kriegen sie es jetzt straight raus. So, Gehege. Dann gibt es eine Überwachungsanlage. So eine schöne Glubschi-Anlage. So, perfekt. Dann kommt da eine Straße noch hin. Dich sitzen wir dran und dann schauen wir, was passiert. Das Problem ist mit dem Strom. Da muss ich doch jetzt hier noch irgendwie was machen können. Wollen wir hier noch einen Stromgenerator hin? Ah, jetzt echt die 2 Minuten, oder wie? Gut. Ah, wait. Ich habe ein Tor vergessen. Das kriegt auf derselben Seite wie hier. Ah, warte mal. Ich vermute mal so circa, was wir brauchen. Wir brauchen sicher wieder ein Wasser. Bedeutet, wir werden das Wasser diesmal Radius ein bisschen kleiner machen. Hier so hinsetzen. Dann Grünzeug. Sicher brauchen sie Grünzeug. Das kriegt ja alles so ein paar Buschis. Vor allem um das Wasserloch herum. Und ein paar Böhmchen. Und als extra Zier dann noch ein paar Steine rein. Stein hier, ein Stein da, ein Stein dort. Gut. Dann sollten wir ganz gut dabei sein. Hoffe ich, vermute ich, denke ich. Und nö. Aber es sollte funktionieren. So. Saurier transportieren. Transport im Gange. Konstrukt wurde eingesammelt. Oh, die kommen aus allen Richtungen. Vorsicht! Das ist eine kleine Sinfonie an Flügtheit. Bestätige Produktzustellung. Produkttransport beendet. Wisst ihr, was wir noch machen können? Wir geben dir hier eine Ranger Station und dir eine Ranger Station. Und dann geben wir dir hier Aufgaben hinzufügen. Und dann kriegst du... Ah. Also dafür bräuchte ich mehr Teams, okay. Also pro Turm brauche ich wieder ein Team. Oh Gott, das ist, wenn die 100 Meter fahren, zwischendurch zu einem Dino schauen, können sie nicht zu 5 anderen schauen, oder was? Ich verstehe nicht, Owen. Na, die Saurier beobachten doch sonst immer uns. Also, sollten wir nicht sie beobachten? Ja, sollten wir. Sobald die Saurier in ihren Gehegen untergebracht sind, sollten wir Beobachtungsgalerien errichten. Das meinte ich. Aber ha, hab ich. Hab ich schon. Ich war schneller wie ihr. Komfort nur 70%. Warum das denn? Weil Früchte. Aha. Pflanzenfasern und Früchte sind zu niedrig. Aha. Ihr braucht Früchte. Schau an. Obst- und Nusspflanzeln. Wird es dann wahrscheinlich sein. Also erstmal braucht ihr hier Grünzeug. Grünzeug, Grünzeug, Grünzeug. Da kriegt ihr hier schön Grünfasern. Und hier auch nochmal so ein bisschen so. Und ihr wollt Nüsse-Pflanze bestimmt. Was ist Nüsse, Nüsse, Früchte, Frucht? Hier, guck an. Was sagt ihr nun? Besser? Früchte, Boden. Früchte, Boden? Früchte, Boden? Früchteboden, okay. Dann tun wir halt viel upgraden. 100%. Jetzt haben wir es geschafft. Super. Super. So wollen wir das. Und das wird eine ewig lange Folge heute. Ich sag's euch. Aber auch nur, weil es... Ich bin mir noch nicht sicher, wie schnell. Aber wirklich 15 Minuten machen wir, dann hast du wieder einen Card am Ende von was passiert und wieder am Anfang von etwas. Aber die erste Folge wird meine ganze Ding sein. Gut. Vorspulen 4. Ne, 3 war es. 3 war es, ja. Also wenn das alles Besucher sind, dann laufen sie nicht hinter. Interessiert sich denn keiner für die armen Stegosaurus? Die Triceratops, die Stegos sind eh hier. Da gucken Leute vorbei. Owen? Owen, wir haben ein Problem. Ich gebe mir Mühe, Claire, aber so bin ich nun mal. Nicht du. Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Strom wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, hör mir zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Eigentlich... nein. Und das wird auch so bleiben. Wir werden alles tun, was wir können. Wir haben Schlimmeres überstanden. Was ist schon ein bisschen Sand? Okay. Hä? Nein, nicht Expeditionskarte. Helikopter! Ich muss schon sagen, dass mich unsere aktuelle Lage sehr beunruhigt. So gern ich auch helfen würde, ich bin ein wenig eingespannt. Also wer wird die Saurier beschützen? Und unser Personal? Ja, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich erwähne es trotzdem. Es wäre einfach nur eine Tragödie, diese Tiere wieder zu verlieren. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Und natürlich eine Blamage für die Verantwortlichen. Menschen wie Sie? Nun, eigentlich genau ich. Wie vermeiden wir das also? Schritt 1. Die Nachzügler einsammeln und alle Saurier wieder in ihre Gehege bringen. Dann können wir an unserer Sicherheitsbewertung arbeiten. Alles klar? Ja. Sind wir schon dran? Kann ich befürworten. Und machen wir schon alles. Die Lorbeeren dafür ernten. Schutzräume sind schon geöffnet. Tiere wurden eingefangen. Zäune werden repariert. Das ist ähnlich wie im ersten Teil. Das kann ich noch. Alter, der Sturm geht in meinem Ohr ab. Ich sag's euch, leck mich am Arsch, ist das Ding laut. Ui. Also, das ist hier Schutzraum offen. Gibt das Ding Sound ab? Soweit schauen wir ganz gut aus. Perfekt. Dann ist das auch erledigt. Ja, du denkst wohl, du kommst einfach so hier raus. Das glaubst du wohl, oder? Schließe den ersten Story-Standort ab. Wuhu! Erste Mission geschafft. Mission abgeschlossen. Arizona. Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher. Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Für den Moment. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes. Gut. Was passiert jetzt? Lädt er automatisch die nächste Mission? Please not. Okay, Leute, aber bevor das jetzt hier losgeht, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.